Ja, liebe Leute, ich habe ja gesagt, dass wir jetzt etwas kürzere Folge gemacht haben. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Unbound. Wir machen heute weiter mit unserem McLaren und gehen in den ersten Tag, zumindest in der Nacht. Und da war doch irgendwas. War da nicht wirklich mal irgendwas mit dem Auto? Was wir gewinnen können für Lotus oder was war das? Ich weiß nicht, ich habe jetzt gerade keine Ahnung. So, God Hour. Ich überlege gerade. Also ich will ja jetzt irgendwann anfangen, die Stadt, die Dings aufzubauen. Ich gucke gerade immer noch durch, ob da noch irgendwas ist, was gibt wie Heu, ja. Aber da war, ich glaube, das wird wahrscheinlich jetzt die Gottauer sein. 12.000. Der Fischhook auf 36.000. Aber scheinbar. Ich jetzt nicht mehr. Okay, na gut, dann ist es so. Wo war denn die 64.000. Ah, Headspin. So, das Ding fahren? Wir haben ja Kohle. Das bringt ja richtig Geld raus. Ich glaube, wir fahren das Ding hier. Die 64.000 will ich mitnehmen. Hey, hey. Ich sag dir, was ich zu sagen habe, okay? Am Tag nach dem Einbruch wollte ich mich melden. Warum hast du es nicht? Ich war noch sauer, was Rydell meinte. Darüber dich Dirk. Aufzunehmen? Und du hast mich nicht unterstützt. Ich habe gesagt, dass wir die ganze Nacht zusammen waren. Hat nicht gereicht. Wie, ist das jetzt meine Schuld? Er hört auf dich. Mochte dich immer lieber. Sind wir jetzt im Kindergarten? Egal, was du gemacht hast, er ließ es dir durchgehen. Das stimmt nicht, Jess. Nicht? Wenn wir uns stritten, hast du dich immer rausgehalten. Weil ich mich nicht zwischen zwei zusammenprallende Güterzüge stelle. Ich wollte bloß, dass mal jemand auf meiner Seite ist. Ja, okay, das verstehe ich. Tut mir leid. Ich hätte mir mehr Mühe geben sollen. Wir reden nachher. Oh. Die habe ich ganz spät erst gesehen. Scheiße. Dann ist das unter uns ein Tunnel. Moin! Sag mal, was ist denn da los mit mir? Ja, das Auto ist hoffentlich geeignet. Bitte nicht wieder da hoch, oder? Nee. Oh Mann, nee. Moin. So, dann fahren wir mal da runter. Ach, hier ist das. Fahren wir hier runter und ohne uns das Rennen. So, 15 von 20 haben wir. Wir werden natürlich das große Rennen fahren hier. Und werden uns natürlich wieder Justicia als Wettgepartner nehmen. Na dann, let's go. Headspin. Boah, da ist aber einer. Ja, das ist wahrscheinlich Shimizu. Oh, Shimizu. Alter! Moin, moin, willkommen. Ja. Scheiße. Ich hab immer noch ein paar Achse im Ärmel. Ja, sieh mit deiner Dreckskarre.
zieh mal mit deiner Dreckskarre da drüber. Jawohl. Scheiße NPCs, ich hasse NPCs. Die zwei da vorne, die haben es aber. Also Shimizu, die, weiß nicht, was für ein Auto fährt, aber die ist so schnell wieder vorne. Ich versuche ja schon, ihr auszuweichen. Apropos Shimizu. Die habe ich jetzt gerade. Mach ich aber besser nicht. Ich hab nichts gesagt. Mach dir da vorne nicht so gemütlich. Geh mal weg mit deinem Scheiß. Mit deinem scheiß Bullenwagen da. Ja, natürlich. Hast du dir wirklich so einen Vorteil verschaffen? Was für ein Arschloch. Zentrale, Streife kommt dazu und ist bereit, das Ziel auszuschalten. Sag mal, was ist denn da los mit dem da vorne? Ey, was war denn da? Ah, Alpha-Bande. So ja, nimm deinen scheiß Krankenwagen da weg. Jetzt hau ab, ey. Hm. Okay, so viel zum Thema. Alter, was fährt denn schon mit so viel Karre? Wie schnell die vorne auf einmal ist? Kann ich den McLaren noch anpassen? Ne, kann ich nicht. Aber die. Ist das die hier mit dem Porsche? Ne, das ist Chase. Ich will die Nummer einfach so. Boah, Alter. Ist. Und ausgeschaltet, Zentrale. Klar, die ist schon wieder dran an die Olle, oder was? Gewonnen. Jetzt mal die Karre da, den NPC, jetzt mal kurz in den Diner da reinballern. Alter, was fährt die für eine Karre? Wie schnell die auf einmal wieder dran war. Ich meine, ich habe die jetzt auf der geraden abgehängt, da ist der McLaren unschlagbar. Aber dass dazwischen mal so ein Hinnenproblem hat. Ich muss wahrscheinlich aber die Dings einstellen, die den Grip noch mal ein bisschen einstellen. Justicia hat einen Rückstand von 28 Sekunden. Die hat alleine 12 auf dem 7. Also da sind einige dabei. Aber Shimizu und Lyric? Sind beide nicht ohne. So, ich habe wahrscheinlich jetzt noch einen Kopf. Ja, natürlich! Naja, nicht lange.
Wahrscheinlich nicht lange. Aua. Oh, da komme ich gar nicht durch. Ja, aber nur fast, liebe Leute. Ich hab's bisher noch auf die Reihe gekriegt. Zentrale, wir haben keine Chance, weiter am Ziel zu bleiben. Konnte mit dem Ziel nicht mithalten, Zentrale. Hallo, bitte. Verloren. Alle Einheiten sofort nach Underwood Gardens. Zentrale, wir versuchen noch einmal den Racer fest. Zentrale, Allradwagen hier. Aber nicht so. Alle Einheiten, Subjekt flieht Richtung North Oaks. Ich werde diesen Punk finden und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Verfolgung abbrechen, die erwischen wir nie. Warte mal kurz, ich... Bereit, ein paar Autos zu befreien? Ich will gerne mal dieses... Okay. Ich muss das... Schicke dir die Koordinaten. Gib mir dann Bescheid. Ja. Hey, wie geht's dir? Gut, gut. Was ist mit dir? Unser Gespräch hat mich schon mitgenommen. So, wir gehen mal ins Versteck. Ich habe das Versteck jetzt gekauft, übrigens für 20.000. Und damit haben wir alle 7. Klingt nach einer krassen Nacht. Ich weiß, du musst wieder da raus und dein Renngeschick unter Beweis stellen. Aber ich will auch sicherstellen, dass dieser Laden seinen Teil dazu beiträgt. Wenn du wiederkommst, werden hier Spare Ribs und Rootbeer auf dich warten. Oh ja. Yeah. Aber ich werde jetzt hier keine... So, Frage, kann ich den McLaren... kurz mal einstellen? Handling. Ich baller den mehr auf Grip. Und setze die Traktionskontrolle ein. So, wir haben jetzt 95.000 auf der Hand. Und ich hätte fast die 100.000 gehabt. Wir brauchen 200.000 alleine für das Grand. Kann 88 hat er mittlerweile auch schon, ey. Aber ich habe jetzt mehr auf Grip. 93% Grip für das Auto. So, Garage bringen kann ich ja noch nicht, leider. Das würde ich gerne noch tun. Das werden wir auch dann irgendwann machen und dann werden wir den Weg haben. Weil die anderen drei Autos brauche ich nicht als für aufzubauen. Die sind nämlich fertig fürs Grand. Der Eclipse, der GTR und was ist das dritte Auto, was ich habe? Ach, der AMG, genau. Die drei Autos sind mittlerweile fertig fürs Grand. Der McLaren wird der vierte im Bunde werden. So, okay. Genau, Rennen. Gucken wir mal, was wir noch, ob wir noch irgendwo ein Rennen haben. Muss man ein bisschen was Money verdienen können. Jetzt plus, warum? Hä? Achso. Hä? Warum ist das Auto, warum ist das so niedrig? Wir haben ja 4 Autos insgesamt. Aber gut, okay. Dann schauen wir mal, was wir noch haben. Aber ich habe meines Wissens, habe ich irgendwo gelesen, dass wir noch gibt, dass es da irgendwo. Irgendwo noch ein Auto gibt. Aber ich weiß nicht, warum auch immer das nicht gibt. Was ist denn das hier? Großes Geld, kniffliges Duell. Das sind auch nochmal 24.000, die wir kriegen würden. Wenn man. Startgeld 40.000, aber es ist Drift-Event, das ist das Problem. Ich habe kann das mit dem Driften. Ich würde die 40.000 sehr gerne mitnehmen. Aber hier ist ein Duell Lakeside. Zeit 2 Duell. Wie weit ist denn das? Das ist da oben. Hört sich das falsch? Nee, Quatsch. Ist es nicht, das ist da unten.
Typen. Ich hab gar nicht gefragt. Hast du noch mal was von Jasmine gehört? Sie hat mich angerufen und mich vor der Polizei gewarnt. Seltsamer erster Anruf nach 2 Jahren. Sie hat dich angerufen? Was hat sie vor? Wer weiß das schon bei Jess? Ich dachte, ich kannte sie, Ryder. Hey, komm. Mach dir keine Vorwürfe. Was für ein Leben kann man ohne Vertrauen führen? Ein Leben ohne Sicherheit. Ein Leben ohne Hoffnung. Ist das aus dem Buch, das du liest? Ja, dieses Buch hat mein Leben verändert. Okay, Ryder. Wir sehen uns in der Werkstatt. Klar doch. Bis. So, dann haben wir das Duell noch. Oder? Ja, komm, wir machen es. Ich dachte mal, das wird nicht lang sein, die Strecke. Die ist ja eh kurz. Wir haben als Rivalen. Rüdiger, okay? Oder? Nee. Kann nicht sein. Also ich glaube nicht, dass wir gegen Rüdiger fahren. Gegen Aneshka. Oh! Ich dachte, das wäre ein Rennen mit dem. Okay. Meine Meinung hört sich der McLaren ein bisschen komisch an. Aber gut. Nicht der McLaren, der GTR. Zwei von drei. Das glaube ich ja weniger, aber momentan sieht es ein bisschen anders aus, wa? Du bist 300 Meter hinter mir. Das wird, ich glaube weniger, dass du gerade was abknüpfst. Sag ja, ist eine kurze Strecke. Klar, ich habe sie ein bisschen hat sie gedreht am Anfang, aber trotzdem war es relativ easy. Gut, den GTR brauche ich sowieso erst wieder am. So, brauche ich doch eh erst wieder am Dings im nächsten Rennen. So, haben wir hier noch ein Dings in der Nähe? Versteck? Ja, hier vorne direkt um die Ecke. Brauche ich den Weg nicht davor, den ganz langen Weg zu machen. Holden liebt Lakeshore. Denn er ist hier geboren und aufgewachsen, genau wie du. Der Sekretär seines Vaters so. Nahm ihn mit zu Dream Dreams, um noch Eis zu essen. Sein Kindermädchen nahm ihn mit zum Angeln am Bach. Er liebt Lakeshore. Und er würde alles tun, um es zu. So, wir gehen hier kurz in die Werkstatt. Und bauen mal kurz unsere Garage auf Elite auf. Nächste Nacht. Und dann fangen wir an, A, den Klammer da aufzubauen und B. So. FM, dem besten Radiosender in Leck. Das RPD hat nach den illegalen Straßenrennen der vergangenen Nacht mehrere Verdächtige festgenommen. Es gibt Hinweise darauf, dass in den kommenden Tagen ein noch größeres Event geplant ist. Ryder 2, jetzt aufgemacht. Als Vorsichtsmaßnahme habe ich das RPD autorisiert, alles zu tun, um die Sicherheit der Menschen in Lakeshore zu gewährleisten. Sicher? Am Arsch. Passt auf da draußen. Ja, kriegen wir schon hin. So, jetzt haben wir nämlich die Möglichkeit,
das Auto theoretisch auch auf Elite aufzubauen. Ich guck mal, ob wir mal irgendwas frei haben. Ja, ich weiß, wir haben 9000 nur noch. Aber rein theoretisch, oh ja, wenn ich hier reinballer, ist der Wagen ja schon auf 397. Und noch keine Möglichkeit, weiter auf da aufzubauen. Was habe ich momentan für Reifen drin? Straßenreifen. Da wäre der plus 1. Ja. Oh. Hier wäre der sogar schon, ist er ja drin auf Pro. Und hier würde der auf ein bisschen was noch ein bisschen dazu kriegen. Ja. Na gut. Feierabend, Leute. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.